Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ich wollte eigentlich heute gar keine Folge mehr aufnehmen, aber ich bin jetzt dieses Gebäude hier relativ hoch schon entlang gelaufen und hier ist so ein Lager, richtig geil. Hier sind aber auch viele Zombies. Was richtig unschillig ist, das heißt, ich werde hier gechillt. Einen Schlafsack hinsetzen und hoffen, dass ich da drin auch wieder aufwachen kann. So, den möchte ich ganz gerne ausschalten. Nice, geht besser als ich gedacht. Okay. Alles so komische Handwerker hier. Start. Okay. Den nehme ich mir mal mit. Ich habe immer noch den Knochen gebrochen. Ich brauche dringend. Halt mal diese Anspannung, ob hier was ist oder nicht. Wirklich. Okay, mal Kaffeebohnen. Kann ich mal komplett mitnehmen. So. Hier sind auch nochmal so ein paar Spinde. Kampfanzug, Oberteil. Stark. Zieh ich mir mal an. Weil ich eigentlich schon drin liegen lassen, das ist ja eigentlich egal. Zieh ich auch mal an. Oder lieber den Footballhelm. Ich glaube, dann nehme ich lieber den. Mal gucken, Schutz, 10, Stiche, 8. Weiß nicht, was geiler aussieht. Ich glaube das, ne? Aber eigentlich ist das auch egal, was geiler aussieht, weil es soll einfach nur schützen. Und da ist auch nochmal ein Helm drin. Und wenn ich den hier anziehe. Okay, nice, dass der, den ich da gefunden habe, ist besser. Das ziehe ich mir auch mal an. Okay. Sehr schön. Okay, hier ist ein Lagerfeuer aufgebaut worden. Hier war also schon mal jemand. Ich habe aber auch nichts, was ich mir jetzt irgendwie zu essen machen könnte, ne? Ja, einen Kaffee könnte ich mir machen. Verleiht Energie, heilt, erhält deine Ausdauer. Bla bla bla. Okay, gekochter Maiskolben. Ja. Ist aber, weiß ich nicht, wie viel der jetzt wirklich bringt. So, die nehme ich mir mal mit. Aber schon wieder habe ich schon wieder gut Cash. Das ist ganz gut. Glück ist das so ein Kriechen. Die Geräusche, ey. Krass. Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt so ein Lager. Das wäre jetzt krass, wenn in der Toilette irgendwas drin gewesen wäre, so. Da klettert so jemand hoch und dies hier, um eine Materialgruppe im Farbmau zu schalten. Keine Ahnung. Okay, gönne ich mir mal. Ich habe mir gar nicht mehr so auf den Chat geachtet, tatsächlich, muss ich sagen. Hier hat nämlich einer auch ziemlich viele Sachen verloren. Zack. Weg ist er. Oh, ein Bergbauhelm. Weiß ich aber nicht, ob das so... Scharf
Scharfschützengewehr. Einfach nur nice. Dein Freund und Helfer. Herausforderung. Schauen was für. Taschenmotorrad für Vollidioten. Selbst komplette Vollidioten können ein Taschenmotorrad bauen, wenn sie der einfachen Anleitung folgen. Brumm. Brumm. Okay. Taschenmotorrad Fahrwerk. Gucken. Taschenmotorrad Fahrwerk. Konnte ich, glaube ich, vorher schon bauen. Scooter bauen. Bin mir nicht sicher, aber so ein Pocketbike hätte ich auch ganz gerne mal. Okay. Also die Bücherregale lohnen sich schon. Bauplan, Raketenwerfer, krass. Raketenwerfer. Zack, da bin ich mal mit hier. Das andere muss ich mir mal mitnehmen. Für meinen Bruder tatsächlich. Feuerpfeil. Nice. So, hier kriegt man ja die geilsten Sachen. Ach, das sind immer Doppelbücherregale. Oh, wie krass. Ich muss sagen, ich habe die Bücherregale immer vollkommen unterschätzt. Ich dachte mal, ja, ist ja eh nichts drin. Braucht man ja nicht durchsuchen. Also heftig, ne? Die chillen hier einfach, wo die eigentlich arbeiten sollen. Rastet aus. Ich habe daneben geschossen. Habt ihr gesehen, wie konzentriert ich jetzt war? Ich war... Mein Gott, ey. Da habe ich natürlich ziemlich viele Pfeile. Schrotflinte. Okay, nehme ich auch mal mit. So, jetzt möchte ich mal gerne wissen. Scharfschützengewehr. Wieso kann ich das jetzt hier dran nicht bauen? Hm. Da kann ich das dann nur an einem Dingens bauen, an einem Werkbank. Nein. Regal neu. Jagdgewehr. Okay, wir haben richtig krass viel dazugelernt jetzt. Okay, aber ich glaube, mehr ist hier auch nicht mehr. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Hier nochmal um. Okay, hier ist mein Schlafsack. Den lasse ich mal hier. Hm. Nehme ich mir mal mit. Mein Bruder. Gerne mitnehmen. Und die Kohlebrocken brauchen wir nicht unbedingt. Können wir auch mit Feuer, also mit Holz machen. Das ist nicht so wichtig. Die Fackel nehme ich mir mal mit. Okay, hier ist auch nichts mehr. Ich glaube, das hier ist irgendwie so das Büro vom obersten Chef. Oder geht es hier irgendwo noch weiter hoch? Hier ist eine Leiter, aber da geht es nicht hoch. Kann man nichts dran machen. Ist irgendwie mal ein bisschen was aufgebaut worden.
weiß es nicht. Okay, mir ist definitiv ein bisschen zu warm. Hier ist mein Schlafsack, den nehme ich mir wieder mit. Hier kann ich nochmal hoch. Ich gehe nochmal eben hier oben gucken, was hier noch ist. Ich habe aber auch nur noch... Ah, nee. Das ist ja unendlich stark. Dadurch, dass ich den Schlafsack jetzt platziert habe, dass ich da aufwachen kann. Obwohl, der Zombie ist direkt neben mir. Scheine beim Bett. Okay, das war gar nicht... Das war gar nicht so schlecht. Okay, das geht auch nicht so hoch. Also, ich glaube, wir waren schon ganz oben. Weil auf dem Bett erscheinen, dann hätte der Zombie mich halt direkt nochmal platt gemacht, ne? War auch nicht so gut gewesen. Obwohl, ich glaube, es spielt eh keine Rolle. Weil ich muss ja eh auch dann, geht's denn hier die Treppe hoch? Hier. Vielen Dank. So. Okay, ich gehe nochmal eben schnell hier meine Sachen holen. Das geht ja jetzt schnell, das ist ja kein Problem hier. Deshalb zack, hier mal eben... Hier rüber, obwohl ich mit, also ich muss sagen, so mit Höhe und so, habe ich jetzt nicht so. Das verstehe ich auch in so einem Spiel oder so. Es gibt auch so Videos, dann so mega abgeht, kann ich mir kaum angucken. So. Okay. Zur Not habe ich auch noch die Pistole. Dieses, ich finde... Ach, hier auf der anderen Seite. Warum tut er das immer da so hin, ey? Gut, dass ich noch im letzten Moment den Dingens gebaut habe. Prinz. Das Wort hier stellt. Was? Schwede, ey. Wozu hier die Bude? Ich hab mir jetzt den Schlafsack. Dann wollte ich sagen, warum bin ich hier weg, aber scheint nicht. Okay, auf dem Dach geht's mir. Das leckt ein bisschen krass. Was geht denn ab hier mit dem Server gerade? Ist doch kaum jemand drauf. Ich muss jetzt hier irgendwie sicher wieder runterkommen. Also, ich muss sagen, von den ganzen Blueprints, die wir jetzt gefunden haben, hat sich das schon mega gelohnt, das Gebäude hier. Super geil. Komisch Ronzer. Verdammt. Aber so. Ansonsten, halt nichts Spektakuläres. Also ich finde das immer geil, wenn, wenn irgendwie noch so mega Einrichtungen und so da drin ist. Ein Krankenhaus wäre geil. Wenn ihr. Ihr Seven Days to Die kennt und wisst, wo hier irgendwie ein Krankenhaus ist, sagt mir da mal Bescheid. Ich hatte ja gedacht, das hier wäre was, aber es ist wohl nur so eine pharmazeutische so ein Labor. Das hier, was machen?
so Büchereien. Oben war Prinz, also denke ich mal, dass die so Bücher hergestellt haben. Ansonsten muss ich echt mal gucken, was hier noch an Gebäuden ist. Hier war irgendwo noch ein krasses Gebäude, da wollte ich nochmal eben schnell gucken gehen. Auch Folgen werden immer so lang hier in der Stadt. Das ist immer krass. Also eigentlich muss ich hier in dem Gebäude noch diese ganzen kleinen Safes kaputt machen und durchsuchen. Aber das wird halt super aufwendig. Das dauert halt super lange. Und ich muss auch mal meinen ganzen Kram irgendwo hin tun, wo er dann sicher ist. Also ich muss tatsächlich dann jetzt mal irgendwann anfangen, eine Base und so aufzubauen. Nirgends rüber, ey, was ist denn? Nice. Direkt mal reinziehen alles. Kaputt. Ich mach mal für die Tür zu. Schild direkt der nächste. Jetzt. Wahnsinn, ey. So ein kleiner Stein. Ich muss irgendwas wegwerfen. Eisenbruchstücke. Radpulver. Habe ich denn noch was weg könnte? Wenn hier die Sachen anpflanzen, kann ich später immer noch kommen. Weg damit. Die sind ja erstmal da noch beschäftigt, die Guten. So. Ich muss mal eben die Sachen reparieren. Oh. Okay. Meine Munition mal eben hier ein bisschen herstellen. Dann werde ich ja mal eben hier die Kollegen waschen. Zack. Hä? Wieso? Okay. Anderes Schild hier. Er hat ein Jagdmesser dabei und ein Bier. Bier ziehe ich mir mal rein.
So. Esse ich nochmal eben schnell. Jetzt ist hier wieder ein neuer, ey. Ich verstehe das nicht. Wieso? Wo ist der hergekommen? Gut, dass die hier drin haben. Machete am Start. Krasse Sache. Okay. Folge ist tatsächlich jetzt schon wieder ziemlich lang geworden. So, hier ist das Gebäude, da ist das Gebäude. Ich glaube, so langsam haben wir wirklich so bis auf... was ist das da hinten noch für ein Gebäude? Ich war hier drin. Ach genau, das war diese komische Druckerei oder was es auch immer war. Hier chillt auch jemand. Zack. Fliegerbrille. Ich glaube, dann lass ich lieber die hier an. Okay, ich glaube, jetzt kommen halt wirklich... Alter. Was ist er denn? Oh, ein Vogelnest. Okay. Chillt auch noch mal einer. Spackt ein bisschen rum. Mann, die Folge ist jetzt schon wieder echt lang geworden. Dieses komische Haus da hinten interessiert mich gerade noch. Das würde ich mir noch mal eben schnell anschauen. Und da war es das auch wieder von dieser Folge. Ich denke, jetzt haben wir wirklich so die interessantesten Häuser. Haben wir uns angeguckt. Whoopie Pants Daycare. Scheint so ein Modemarkt. Nein, Quatsch, ein Kindergarten, ein Kindergarten, so. Ne, so eine Kindertagesstätte war das hier. Ne. Konnten nicht schlafen, Bücherregale am Start. Kann man nochmal ein bisschen drin lesen, ne, wenn man schon am Bücherregal ist. Hab ich alles schon. Kann ich mal eben trinken. Ist das hier und das trinke ich auch nochmal eben. Dann nehmen wir uns das auch nochmal. So. Es ist einfach zu viel. Okay, das können wir nochmal eben hier. Lederhandschuhe, Lederschienbein. Einfach zu viel Stuff. Krass. Das Holz. Ich brauche das eigentlich für... ich habe auch nichts, was ich jetzt wirklich... wegschmeißen könnte. Komm, ich benutze den Verband einfach. Ist egal. Ich meine, diese Dosen da könnte ich halt wegschmeißen, ne? Die wir hier die ganze Zeit finden. Ich möchte jetzt eigentlich auch verkaufen. Okay. Nice. Also das hier, das ist halt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass man halt, ja, wie gesagt, hier so eine Kindertagesstätte hat, das ist so bunt mit so einem Alphabet hier dran und so, ne? Hier sind diese Waschräume, die Badezimmer. Und so hätte ich mir halt jedes Haus eigentlich vorgestellt oder gerne vorgestellt, dass es halt so ein bisschen krasser eingerichtet ist. Richtig geil hier, so halt einfach so ein Kindergarten hingeknallt. Ist schön. Ich glaube, ansonsten ist hier nichts mehr. Geil wäre, wenn hier noch so eine Schule oder sowas wäre. Jetzt haben wir einfach wild draußen rum. Was geht denn ab? Okay, hier war eine Dingens drin. Hier ist eine... bin einfach in die Kirche reingegangen. Und da waren einfach eine wilde Horde Zombies drin.
will noch mal eben ganz schnell. Boah, die Folge ist schon wieder ultra lang. Noch mal eben ganz schnell hier rein. Okay, ich habe keinen Plan, was das hier ist. Was das jetzt hier für ein Gebäude war. Ich war aber auch schon drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das da hinten sieht mir so aus. So eine Fabrik, war das hier irgendwie das Hotel oder so? Nee, das Hotel hatte mehr Stockwerke. Ich weiß es nicht. Sah auf jeden Fall krass aus. Steht hier irgendwas dran? Was das mal gewesen ist. Hier ist nochmal ein Eingang, aber ich glaube, hier steht auch nichts mehr dran. Da ist gerade ein Zombie auch noch reingelaufen. Ist natürlich, wie ist denn hier reingekommen? Eben einen kurzen Blick hier irgendwo reinwerfen. Könnte eine Schule gewesen. Boah. Das Wasser drin, hier war so ein Brunnen. Schule, nee. Tür ist gesperrt. Doch. Könnte irgendwie was mit Schule zu tun gehabt haben. Ist es. Ist einfach. Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass das ja irgendwie was mit Schule zu tun hatte. Das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Also die Folge ist wirklich jetzt schon mega lang geworden. Aber wir haben auch schon einiges gesehen. Tatsächlich da oben geht es auch noch ein bisschen weiter. Super geil. Wir haben einiges gesehen. Wir haben einiges gelernt. Tatsächlich an Blueprints. Diese Zombies. Und wir chillen. Okay. Ich baue mir hier einen Schlafsack auf, damit ich safe bin. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis später.